als Angestellter des Presse- und Nachrichtenbüros der politischen Abteilung der 7. Armee in München. Als er Anfang September 1919 den Auftrag erhielt, eine Versammlung der sogenannten Deutschen Arbeiterpartei zu besuchen, um zu prüfen, ob diese Organisation für die Interessen der Reichswehr genutzt werden könnte, begann seine politische Laufbahn. Nur wenige Tage später, am 16. September, wurde er als Mitglied in die Partei aufgenommen, die sich zu diesem Zeitpunkt in nichts von den vielen politischen Debattierclubs unterschied, die in den verräucherten Hinterzimmern bayerischer Wirtsstuben ein eher trostloses Dasein fristeten. Der selbsternannte Führer hatte seine Bühne gefunden. Innerhalb weniger Monate gestaltete Hitler die Partei, deren Mitgliederzahl allmählich wuchs, nach seinen Vorstellungen um. Am 24. Februar 1920 erfolgte die Umbenennung der Deutschen Arbeiterpartei in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Im Vereinsregister war die Partei als Nationalsozialistischer Deutscher Arbeiterverein eingetragen. Der Begriff stammt nicht, wie bisweilen behauptet, von Hitler. Sowohl in Österreich als auch in Böhmen existierten zu dieser Zeit bereits nationalsozialistische Parteien, von deren Existenz Hitler auch wusste. Welche inhaltliche Ausrichtung stand hinter dem neuen Parteinamen? Der Begriff Nationalsozialismus stellte eine Synthese der beiden bestimmenden Ideologien des 19. Jahrhunderts, des Nationalismus und des Sozialismus, dar. Der Zusatz Deutsch entsprach der völkisch-antisemitischen Ausrichtung und der Begriff Arbeiterpartei verdeutlichte das soziale Selbstverständnis. Insgesamt gesehen verstand sich die NSDAP nicht als politische Partei im herkömmlichen Sinne, sondern als eine neue soziale und antikapitalistische Bewegung des Volkes. Mitglied der Partei konnte jeder Deutsche im Alter von 21 Jahren werden. Ausländer und Juden waren von der Mitgliedschaft ausgeschlossen. Auf der ersten Massenversammlung im Festsaal des Münchner Hofbräuhauses verkündete Hitler unter dem Jubel von etwa 2000 Besuchern das neu erarbeitete 25-Punkte-Programm, das großdeutsch, antisemitisch und antiparlamentarisch ausgerichtet war. Darin hieß es unter anderem: Antisemitismus ist gewissermaßen der gefühlsmäßige Unterbau unserer Bewegung. Jeder Nationalsozialist ist Antisemit, aber nicht jeder Antisemit wird Nationalsozialist werden. Um den Bekanntheitsgrad der NSDAP zu erhöhen, erwarb Hitler den Völkischen Beobachter, eine Zeitung, die seit 1921 wöchentlich und ab Februar 1923 täglich mit dem Untertitel Kampfblatt der nationalsozialistischen Bewegung Großdeutschlands erschien. Da sich der Völkische Beobachter aufgrund des ungewöhnlich großen Formats, seines schwarz-roten Druckbildes und der auffälligen Illustrationen aus der Masse der übrigen Zeitungen heraushob, entwickelte er sich schnell zu einem wichtigen Werbemittel für die Partei. Die Anfangsauflage von wenigen tausend Exemplaren stieg trotz ständiger finanzieller Probleme kontinuierlich und lag 1932 bei rund 130.000. Am 1. Januar 1920, die NSDAP war auf 64 Mitglieder angewachsen, eröffnete im Sternäckerbräu die erste Parteigeschäftsstelle. Wenige Wochen später wurde in Rosenheim die erste Ortsgruppe außerhalb Münchens gegründet. Am 1. April 1920 schied Hitler aus der Reichswehr aus, um sich ganz dem Aufbau der Partei zu widmen. Kritik an seinem autoritären Führungsstil begegnete er mit der Drohung, die Partei zu verlassen. Ohne ihn, das war auch seinen schärfsten Widersachern klar, würde die NSDAP wieder in die Bedeutungslosigkeit versinken. Um das öffentliche Bild der Partei zu unterstreichen und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitglieder zu festigen, führte Hitler das Hakenkreuz als Parteisymbol ein. Auf Armbinden, Fahnen und Standarten prägte es von da ab jede Veranstaltung. Das neue Symbol, die Kombination der Farben Schwarz, Weiß und Rot, provokante Parolen und einprägsame Plakate blieben nicht ohne Wirkung.
Gefördert wurde der Aufbau der NSDAP durch die wachsende Sorge vieler Deutscher vor einer drohenden kommunistischen Diktatur nach dem Vorbild der Sowjetunion. Die Angst vor einer bolschewistischen Räterepublik führte dazu, dass viele, die den Glauben an die Durchsetzungskraft der demokratischen Parteien verloren hatten, ausgerechnet in Adolf Hitler, den Garanten für den Erhalt der Freiheit und des inneren Friedens, sahen. Am 29. Juli 1921 übertrug ihm die Generalmitgliederversammlung den mit besonderen Vollmachten ausgestatteten Parteivorsitz. Hitler war damit uneingeschränkter Führer der Partei, die inzwischen auf rund 7000 Mitglieder angewachsen war. Im Juni 1922 veranstaltete die Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei Österreichs in Wien die vierte sogenannte zwischenstaatliche Tagung aller Nationalsozialisten, zu der auch Hitler erschienen war. Die DNSAP war im Mai 1918 aus der Deutschen Arbeiterpartei Österreichs hervorgegangen. Weltanschaulich eher linksstehend blieb sie politisch einflusslos. Im Mai 1926 gründete ihr ehemaliges Mitglied Dr. Suchenwirth den Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterverein Österreichs, NSDAVÖ. Er suchte den Kontakt zu Hitler, der sich allerdings zunächst abwartend verhielt. Als die Streitigkeiten zwischen den beiden österreichischen NS-Parteien zunahmen und beide sich hilfesuchend an Hitler wandten, ernannte er Ende August 1926 Oberst AD Friedrich Jankowitsch aus Wien zu seinem Bevollmächtigten für Österreich. Die Partei führte von da an die Bezeichnung NSDAP, Hitlerbewegung, Landesleitung Österreich. Hitler hatte sich damit auch in Österreich als führender Kopf des Nationalsozialismus durchgesetzt. Seit 1920 gab es auch Kontakte zur Deutschen Nationalsozialistischen Arbeiterpartei in Böhmen und im Sudetenland. Deutsche Siedlungsgebiete, die durch den Versailler Vertrag der Tschechoslowakischen Republik zugeschlagen worden waren. Hitlers Bekanntheitsgrad führte auch hier zur Ausrichtung nach dem Vorbild der NSDAP. Vor allem die jüngeren Parteimitglieder waren von Hitlers radikalen Parolen begeistert. Im Oktober 1922 unterstellte sich der antisemitische Frankenführer Julius Streicher mit der Deutsch-Sozialistischen Partei, der NSDAP, in München. Übertritte wie dieser und wachsende Mitgliederzahlen in den Ortsgruppen erforderten neue Parteistrukturen. Paragraph 6 der offiziellen Satzung der NSDAP aus dem Jahre 1921 hatte dazu festgelegt: Der Verein besteht zunächst aus Ortsgruppen, die der Parteileitung unterstellt sind. Je nach Bedarf werden diese Ortsgruppen in Gauverbänden zusammengefasst. Die Gauleiter werden von der Reichsleitung bestimmt. Hitler hatte dazu in seinem Buch Mein Kampf vermerkt: Die Bildung von Gauen erfolgt nicht nur nach dem Bedarf an sich, sondern nach Erreichung der Sicherheit einer bedingungslosen Anerkennung der Zentrale. Wichtige Sätze, denn diese Zentrale war niemand anders als Hitler selber. Und nur derjenige, der ihn ohne Einschränkung als oberste Instanz anerkannte und sich damit dem Führerprinzip unterwarf, hatte die Möglichkeit, in der Partei aufzusteigen. Die Zahl der Gaue war dementsprechend keine statische. Ende 1937 waren es beispielsweise 33. Mit dem Anschluss Österreichs im März 1938 kamen 6 weitere Gaue hinzu. Am Ende des Krieges war ihre Zahl auf 43 angewachsen. Während sich die Reichswehr gemäß der Vorgabe des Chefs der Heeresleitung, Generaloberst Hans von Seeckt, politisch neutral verhielt, fand die NSDAP in den Reihen ehemaliger Soldaten wachsende Zustimmung. Vor allem die Jüngeren unter ihnen fühlten sich vom Auftreten und der professionellen Propaganda der Partei angesprochen. Heute wird schnell übersehen, dass die NSDAP keine restaurative Partei war. Zweifellos okkupierte Hitler, wo immer er es für notwendig erachtete, tradierte Formen, um seine Ziele zu erreichen. Im vertrauten Kreis aber spottete er über die Monokelträgermanier der adligen Offiziersklicke.
In ihrer überwiegenden Mehrzahl verstanden sich die Nationalsozialisten als Revolutionäre, die angetreten waren, ein neues Deutschland zu errichten. Diesem Selbstverständnis entsprang auch der gewaltsame Putschversuch im November 1923, bei dem Hitler versuchte, die Macht an sich zu reißen. Der Umsturz scheiterte. Hitler wurde inhaftiert und die Partei verboten. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis gründete Hitler am 27. Februar 1925 die Partei neu. Als Konsequenz aus dem gescheiterten Putsch verfolgte er nunmehr einen nach außen legalen Weg zur Macht. Nicht durch Gewalt sollte die Republik beseitigt werden, sondern durch das Gewinnen von Wahlen. Nach ihrer Neugründung nannte sich die NSDAP bewusst auch Hitlerbewegung. Denn Adolf Hitler, der inzwischen nur noch als Führer bezeichnet wurde, war Motor und Aushängeschild der Partei, die im Jahre 1926 sogar offiziell den Hitlergruß für ihre Mitglieder einführte. Die von Hitler in unzähligen Versammlungen erhobene Forderung nach Abschaffung des Schandvertrages von Versailles, seine Vision einer deutschen Volksgemeinschaft und eines antikapitalistischen nationalen Sozialismus brachten ihm vor allem bei den Arbeitern und sozial Benachteiligten Sympathien. Für sie waren die goldenen 20er Jahre eine Chimäre. Ein Paradies nur für Schieber und Kriegsgewinnler, Geldverleiher und Bankiers. Der Alltag der Massen war bestimmt von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Hunger, Kindersterblichkeit, sozialer Not und einem Leben in Hinterhöfen, in die kein Sonnenstrahl fiel. Angesichts dieser Nöte ein fruchtbarer Boden für die radikalen sozialistischen Parolen des zum Gauleiter von Berlin ernannten Dr. Josef Goebbels. Innerhalb weniger Jahre scharte er eine zu allem entschlossene Anhängerschaft um sich, die schließlich die Straße beherrschte. Mit der für die Plakate und Fahnen gewählten Leitfarbe Rot, dem parteioffiziellen Sprachgebrauch Volks- oder Parteigenosse und den sozialistischen Forderungen setzte sich die NSDAP bewusst von konkurrierenden nationalkonservativen Gruppierungen ab. Ihr Klientel war ein anderes, die entwurzelten und verarmten Massen der Städte. Die Rechnung ging auf. Ende 1926 besaßen bereits 50.000 Deutsche das Parteibuch. Ende 1928 war zum ersten Mal die Zahl von 100.000 deutlich überschritten. Die Entwicklung war erstaunlich, denn in diesen Jahren zog die Mitgliedschaft in der NSDAP nicht selten den Verlust des Arbeitsplatzes, die soziale Ächtung und behördliche Verfolgung nach sich. Parteipolitik war zu dieser Zeit eine Männerdomäne. Auch hier setzte die nationalsozialistische Bewegung neue Zeichen. Schon früh engagierten sich in ihr auch zahlreiche Frauen, die eng mit den Ortsgruppen der Partei kooperierten. Sie wurden zunächst im Deutschen Frauenorden, später in der NS-Frauenschaft zusammengefasst. Je größer die Erfolge, umso massiver wurde der Druck des politischen Gegners. Zum Schutz der Veranstaltungen wurde deshalb im Februar 1920 unter Führung des Münchner Uhrmachers Emil Maurice eine parteieigene Ordnertruppe aufgebaut. Aus ihr ging im August 1921 die Sturmabteilung, kurz SA, hervor, die offiziell zunächst als Turn- und Sportabteilung der NSDAP auftrat. Schnell entwickelte sich die SA zu einer militärisch geführten Organisation mit wachsenden Mitgliederzahlen. Nach der Neugründung der Partei im Februar 1925 übernahm der zum Gauleiter der NSDAP in Westfalen ernannte Franz Pfeffer von Salomon die Leitung der SA. Nach Pfeffers Abschied lag der Oberbefehl bei Hitler. Am 1. Januar 1931 ernannte er Ernst Röhm, einen ehemaligen Freikorpskämpfer, zum Stabschef der SA. Röhm, der die Sturmabteilungen zur Massenorganisation ausbaute, sah in der SA das Fundament eines nationalsozialistischen Volksheeres. Hitlers Ausgleichspolitik mit der Reichswehr
widersprach seinem revolutionären Selbstverständnis. Seine verbalen Attacken gegen die Generalität und seine Forderung nach einer zweiten Revolution wurden immer lauter und drängender. Hitler war klar, dass